Happy Birthday! Es war einmal vor langer, langer Zeit, fern von hier, im farbenprächtigen Orient, eine Schafsfrau namens Minosch. Viele hielten Minosch für eine starke und hübsche Schafsmama. Ich weiß, Schatz, im Krankenhaus war die Hölle los. Doch auch sie hatte ihre Sorgen und Ängste, wie jede andere Schafsmama auch. Wer von euch will als Erste? Wo ist Jan? Deine Mutter ist eine Nutte. Ich bringe sie um. Jan, kann ich mit dir reden? Du hast meine Mutter genommen, du Fotze! Wir gehen beide nicht mehr nach Hause. Plötzlich stand sie ganz nackt da. Doch sie wusste, dass sie sich nicht schämen musste. Vielleicht ist es ganz gut, dass sie zwei erstmal bei deinem Vater sind. Da kann Jan runterkommen. Wir bleiben noch lange. Ich hab Hunger. Das ist mir zu scharf. Du musst dich setzen. Trübe, trübe ist doch nur noch nicht. Bist du eine Strafe vom Gott für meine Sünden? Jan kommt seit Wochen nur noch sporadisch zum Unterricht. Er ist so widerspenstig. Spinnst du? Aggressiv. Ich will nach Hause. Mein Schatz! Wir werden so nicht weitermachen. Wir werden neu anfangen. Ich bin erwachsen geworden. Märchen erzählen uns vorbei. Der Bastard von deinem Sohn hat mein Haus abgefackelt. Was? Was? Niemand muss dafür bezahlen. Mir reicht's. Du meinst, du bist erwachsen? Ich habe gedacht, deine Mutter zu töten. Aber ich konnte nicht. Ich reiße deinem Sohn so dermaßen den Arsch auf. Nein! Die Schafsmama konnte nicht mehr weiter, war aber glücklich, ihre beiden Lämpchen wohlbehütet zu Hause zu wissen.